Wisst ihr was? Ich kann jetzt eigentlich 1000er Reward Flags gleich so verteilen. Energies of light. Duros has spared. Swift action is needed. Of light. I'm done for. I join the wild spirits. Ich hätte aber gern meinen Trading Post wieder. I feel good. Genau, mach das alles mal kaputt. Wild Adventure builds character. Halt! Hold your majesty! Your majesty, a new building is complete. Hold your majesty. Energies of light. Halt! So, noch mehr Wizard Towers. In the name of the sovereign. Your Majesty, a new building is complete. Sovereign, a building has been upgraded. Your so, Majesty, weitere Reward Flags. A new building is complete. I can now help so many more. Your Majesty, a new building is complete. Sovereign. Oh, ich habe fast keine Mönche mehr. In the name of the sovereign. Das ist ungeschickt. Wow, da sind die Elfenhelden. Warum geht jetzt die Endgame-Musik los? Heaven Champions have arrived to save their brethren and rid the land of the evil serpents. Victory is not in the cards. Hold your majesty. Energy from light. Give me speed, Lord. The name of the sovereign. Jedenfalls scheint die Launch sicher zu sein. Energies of light. Aha, my services are required. In the name of the sovereign. Gold. Your Highness, we've improved the guardhouse. Your Highness, we've improved the guardhouse. Und so wie es aussieht, haben auch die... Oh, ist das eine Armee, was ich hier gerade habe? Ich wollte gerade sagen, so wie es aussieht, haben auch die Drachenangriffe nachgelassen. Sovereign, a building has been upgraded. Your Majesty, a new building is complete. Sovereign, a building has been upgraded. Versuchen wir mal die Hall of Champions auszuprobieren. Ja, Tatsache, auf den Gorgon sind jetzt Kopfgelder. Abderazak, our magic bazaar now offers fine new elixirs, Your Majesty. Quick bit of gold. Praise Doros, the unholy unknown. In the name of the sovereign. So, weg mit den Trollen da.
A breath? A breath of smiles. So, jetzt sollte ich mal gucken, dass ich das restliche Gebiet mal aufdecke. Ich hoffe, das kriegen meine Weitläufer demnächst mal hin. I can now help so many more. So, die beiden Guardhäuser sind abgegradet, also kann ich hier Veteranenguards wieder erforschen. Your Highness, we've improved the guardhouse. Das war für meinen Geschmack mir teilweise viel zu eng. Your Highness, we've improved the guardhouse. Energies of light. Your Highness, we've improved the guardhouse. Sovereign, the building has been upgraded. Der Taurus gegen den Zwerg. Die halten zum Glück nicht so viel gegen Magie aus. Da aber von da oben immer noch Gorgonen kommen. Gehe ich mal ein bisschen davon aus, dass da noch irgendwo Nester sind. Also schicke ich Kundschafter los, die interessiert sind. Okay, da ist auf jeden Fall noch eins. Na, der macht sich unsichtbar. Wer hat sich da schon wieder verwandelt? Paladin. So, greifen wir die beiden mal an. An unwelcome guest. Okay, wir haben fast alles aufgedeckt. I can now help so many more. Da wir so viel Geld haben, erhöhen wir mal die Summe. In the name of the sovereign. Hold your majesty. A threat. Victory is not in the card. Da ist ein Magier unterwegs und immer noch der Zwerg. Ich will nämlich noch erst wissen, was da oben ist. Die sind alle beim Exploren. Sag bloß, du hast einen Teleport-Wing. Ja, Amulett of Teleportation. Ah, cool. Energies of Light! In the name of the sovereign. Da noch Veteranenguards. Oh, was ich auch noch gar nicht erforscht habe, ist hier. Healing Potions. So, ich denke aber mal.
dass wir jetzt da das letzte Ding platt machen können. Majesty, your trading post now offers healing potions. We are victorious, your Majesty. Und wir haben gewonnen. Fine work, Majesty. You've ended the Greater Gorgon's treacherous plan to resurrect the Serpent Kingdom. The surviving elves are grateful to safely return to their enclave. More importantly, you've put an end to a threat which could have engulfed all Ardania in a shroud of evil. Ja. 29 Helden verloren. 45 sind noch am Leben. Von den 29 waren wahrscheinlich 20 Stück Elfen. Ich habe einen Haufen Gebäude verloren. Ja, wir wurden Guardhäuser von den Drachen eingerissen, wie nichts Gutes. Spend on Reward Flex, Spend on Spells. Ja, da habe ich auch viel rausgehauen. Heroes. Visits to Elfen Lounge Gambling Hall. 17. Danger Level 87. Ja, raus hier. Gut. Wir haben damit Valley of Serpents abgeschlossen. Das heißt, uns bleibt nur noch Legendary Heroes. Und Balance of Twilight. Wobei Balance of Twilight halt nicht zu den Nordland-Quests gehört, sondern eine Bonus-Quest ist. Ich werde sie wahrscheinlich aber trotzdem versuchen, vor den Master-Quests zu machen. Aber erst, wenn ich die beiden Master-Quests freigeschalten habe. Und dann haben wir ja auch immer noch Wrath of Qualm. Ja. Ich glaube, Wrath of Qualm werde ich als allerletztes machen. Entweder, oder ich mache hier Balance of Twilight als allerletztes. Das wird sich noch zeigen, weil Balance of Twilight klingt schwierig, da es hauptsächlich gegen Phantome geht. Und Phantome sind ja böse, das hat man vor allem beim Day of Reckoning gemerkt. Wie verdammt böse Phantome werden können. Ist aber cool, wie weit wir schon gekommen sind. So weit bin ich selber damals, als ich noch jung war und einmal das Spiel in den Händen hatte, nie gekommen. Damals war das halt auch noch Windows 95 mit Uraltauflösung, also riesengroß und alles. Nicht so schön wie hier, wo man die Karte nur hoch und runter scrollen kann. Da konnte man die Karte auch nach links und rechts scrollen. Ja. Gut, wir haben noch The Legendary Heroes. Ich könnte annehmen, dass wir die ganze nächste Aufnahmesession damit beschäftigt sein werden. Ja. Ich will jetzt nämlich nicht noch eine neue Quest anfangen, weil wir halt ziemlich am Ende der Aufnahmesession sind. Gucken wir noch mal ganz kurz hier in Balance of Twilight rein, was man machen muss. Defend your kingdom from the Black Phantoms. Find the resting place of the ancient sage and restore him to life. Resensitify the Shrine of Light. Destroy the Black Phantoms. Und ja, wie man sieht, schon an den Golds, sieht man, dass das ein bisschen anders aussieht als die normalen Quests. Also es sind gar keine Zeilenabstände so zwischen den einzelnen Aufgaben und so. Ja, wir werden es sehen. Genauso wie bei der Quorum-Mission. Aber gut, wir gehen ins Main-Menü zurück. Und da mache ich hier jetzt einen Cut. Dann ist die letzte Folge halt ein paar Minuten kürzer. Oder die Folgen allgemein. Also, bis gleich.